Ich erzähle heute ein bisschen was über eine etwas individuellere Perspektive, also insbesondere, wie sich der Ausbildungsmarkt, der Arbeitsmarkt aus Sicht der junger Leute, die auf diesen Ausbildungsmarkt, auf den Arbeitsmarkt kommen, gestaltet und wie das für die aussieht. Gleichzeitig will ich aber im Anschluss an die Diskussion von gerade eben und die Fragen, die Sie so gestellt haben, auch zwei, drei Sätze dazu sagen, denn ich würde gerne auch eine Lanze brechen oder ein bisschen eine Werbeveranstaltung bei Ihnen als Kommunalverantwortliche dafür starten, dass wir uns nicht nur auf die amtliche Statistik berufen und beziehen können. Es gibt, und das sage ich jetzt insbesondere aus meiner Sicht als jemand, der international tätig ist, ist die deutsche amtliche Datenlage international vergleichsweise schlechter, was wir aber nicht, oft hat es mit Datenschutz zu tun, aber sehr viel auch mit dem Föderalismus. Das heißt nicht, dass der Föderalismus schlecht ist, das heißt aber eben, dass er bestimmte Dinge etwas weniger einfach macht, wenn es um Daten geht. Und was wir aber sehr viel haben, sind sehr gute Befragungs- und Survey-Daten. Und es gab eben auch eine Frage von einer Teilnehmerin zu Ausbildungswünschen, kriegen die Leute wirklich, was sie wollen und so weiter. All diese subjektiven Informationen sind Dinge, die wir sowieso nur ganz schwer und nur sehr indirekt ableiten können, wenn wir uns auf amtliche Daten allein, ich sage nicht, die soll man ignorieren, sondern die soll man verknüpfen und ergänzen. Und das ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das ist, was wir eben in unserer Forschungsgruppe tun. Wir verknüpfen sehr viele Befragungsdaten mit Daten der amtlichen Statistik, um eben so ein bisschen herauszufinden, welche regionalen Merkmale, welche Aspekte von Region machen eigentlich, dass junge Leute bestimmte Berufswünsche überhaupt haben und dass sie die im Zweifelsfall auch realisieren können oder eben nicht realisieren können. Ich erinnere mich auch, in der Diskussion eben wurde die Frage gestellt, wie viele junge Leute sind denn eigentlich gar nicht mobil oder bleiben da, wo sie sind. Und auch das ist eine Frage, die wir, wenn wir sie mit der amtlichen Statistik im Querschnitt und im Durchschnitt beantworten, auf sehr, sehr andere Informationen kommen, als wenn wir mal ein bisschen genauer reinschauen in die soziale und persönliche Lebenslage von jungen Menschen. Wir wissen zum Beispiel, dass im Mittel 40-50% aller Leute ihren Landkreis umzugsmäßig gar nicht verlassen im Lebensverlauf. Wenn wir uns aber Abiturientinnen angucken oder Akademikerinnen, dann ist die Quote irgendwie 10-20%. Und wenn wir dann eben auf Leute, die im beruflichen Ausbildungssystem primär zu finden sind und dann eben eine Karriere in, ich sage mal, mittleren oder Ausbildungsberufen machen, dann ist sie natürlich wieder sehr, sehr viel höher. Also da ist die Bindekraft oder die Bindung an die Heimatregion sehr viel größer. Das heißt, viele dieser Dinge lassen sich besser, genauer beantworten, wenn wir wissen, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe. Und das ist eben einfacher oder teilweise präziser, wenn wir uns ein bisschen stärker noch auf Befragungsdaten fokussieren. Und da gibt es eben nicht nur die nationalen Befragungsdaten, sondern ich habe selbst auch nach meinem Studium 2 Jahre beim Statistischen Amt der Stadt Stuttgart gearbeitet und auch und weiß eben auch, dass Kommunen sehr gute Befragungsdaten haben und machen. Und da sind bei Ihnen sicher auch einige dabei, die sowas haben und durchführen. Und das sind sehr gute Datenquellen, die man dann eben vielleicht auch noch verknüpft mit lokal und dann vielleicht auch kleinräumiger. Wir arbeiten in unserer Forschungsgruppe auch mit Nachbarschaftsdaten, da sehr große Gewinne draus ziehen kann. So, nun aber zum eigentlichen Inhalt. Eine Sache, die ich gerne sage, ist, ich erkläre, warum wir einen regionalen Fokus einnehmen. Da sind Sie jetzt die Letzten, die ich überzeugen muss, das weiß ich auch. Aber ich begründe es trotzdem noch mal ganz gerne. Wir wissen, dass die berufliche Ausbildung, aber auch der Arbeitsmarkt vor sehr zentralen Herausforderungen steht. Die Fachkräftesicherung ist das Thema des heutigen Tages. Da sage ich hier nichts Neues. Dazu kommt eine sinkende Ausbildungsbereitschaft von Betrieben, gleichzeitig aber ein großer Leerstand. Herr Meyer hat ja sehr viel darüber gesagt, wie der Mismatch, also die Passung oder Nichtpassung und was die Gründe für Passung und Nichtpassung sein können. Da ist neben regional, und das, also geht es jetzt nicht nur so sehr darum, was ist regional da und was für Bewerberinnen haben wir regional,
sondern es gibt ganz viele verschiedene Formen von Passung und Nichtpassung. Es gibt die großen, großen Themen des technologischen Wandels, der Digitalisierung, aber auch eben die demografische Entwicklung. Wir werden immer älter, wir haben immer weniger junge Leute zur Verfügung. Das sind Prozesse, die, wenn Sie mal an die Politik denken, an die Tagesschau, das wird national, das wird oft sogar global gedacht. Ja? Also KI und alle diese Schlagwörter, die wir abends im Fernsehen hören oder im Radio oder sonst wo, das sind Dinge, die finden irgendwie bei G7-Gipfeln und sonst was statt. Aber umsetzen tun sie sich sehr oft sehr kleinräumig. Das Ganze findet in der Regel oft auch einfach im eigenen Landkreis vor der Haustür in einem erreichbaren Radius statt. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, gerade diese großen globalen Prozesse oft eher zunächst mal regional zu denken und sich anzugucken, besonders wenn unsere Zielgruppe junge Leute sind, die auf den Ausbildungs-, auf den Arbeitsmarkt oder auf den Studienplatzmarkt kommen und sich da erstmal umgucken und orientieren müssen. Und gerade eben, wenn es um diese Themen geht, von Studium, von Ausbildung, also die Verfügbarkeit von Bildungs-, Arbeitsmarkt, Ausbildungsinfrastruktur, hat das eben auch sehr viel mit der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen zu tun. Und das ist ein Thema, was die Politik eigentlich gerade sehr groß schreibt, auch wenn natürlich Umstände wie der Krieg in der Ukraine und die Wirtschafts- und Energielage das etwas in den Hintergrund haben treten lassen. Das heißt, wir versuchen uns einer solchen Perspektive anzunehmen in unserer Arbeit. Was wir nicht machen, und das ist oft ein bisschen weniger zufriedenstellend für Leute, die aus der Kommunal-, aus der Regionalplanung kommen. Ich kann Ihnen mit den Daten, das ist ein großer Nachteil an Befragungsdaten, ich kann Ihnen nicht sagen, wie es bei Ihnen aussieht. Ich kann nicht sagen, in Stuttgart ist es so und in Hamburg ist es so, in der Lausitz ist es so und da ist es so, sondern wir versuchen Prozesse aus Sicht des Individuums, in dem Fall eben junger Leute, möglichst adäquat zu messen. Und was wir, die Aussagen, die wir treffen können, die lauten dann eben eher so, wenn es viel Industrieberufe in der Region gibt, dann haben die Leute, dann haben die jungen Leute höhere Präferenzen für diese Berufe oder wir sind davon nicht beeinflusst. Das heißt, wir machen keine Aussagen über einzelne Regionen, über einzelne Kommunen, sondern eben wir versuchen, systematisch Merkmale, die in Regionen, in Kommunen eine Rolle spielen, in Verbindung zu bringen mit individuellen Ausbildungs-, Arbeitsmarkt-, Studien-, Wahl- und Orientierungsprozessen. Und um nochmal ein bisschen einen Eindruck davon zu geben, warum sowas wichtig ist, das ist eine Grafik aus einer Publikation von Co-Autoren in dem Fall und mir. Und was wir hier sehen auf den Deutschlandkarten sind Effekte, also das ist quasi schon der Einfluss einer Variable auf eine andere. Das heißt, wir sehen hier nicht die Verteilung ganz links von Bildung oder von Einkommen, sondern wir sehen, wie stark beeinflusst die Bildung eigentlich das Einkommen. Das ist ein sehr standardmäßiger Zusammenhang. Die mal alle wissen, wer eine höhere Bildung hat, verdient im Durchschnitt mehr. Und die Karte ist überall ziemlich hell bis mittelblau. Das sagt uns, dieser Zusammenhang ist in Deutschland überall gleich. Also die Lohnniveaus sind natürlich unterschiedlich in Deutschland, aber wer eine höhere Bildung hat, verdient überall in etwa gleich viel mehr, also im Verhältnis des Lohnniveaus. Anders sieht es ein bisschen aus bei Geschlecht und Einkommen. Das ist das Bild, was wir in der Mitte sehen. Das heißt, das Geschlecht hat, je nachdem, wo man sich befindet, einen anderen Einfluss auf das Einkommen. Und wir kontrollieren ja auch schon für solche Dinge wie Arbeitszeit. Also es geht nicht darum, dass Frauen in Teilzeit arbeiten. Es geht wirklich offensichtlich eher um sowas vielleicht wie die regionale Berufsstruktur und andere regionale Merkmale, die hier eine Rolle spielen. Und ganz rechts sehen wir den Migrationshintergrund und das Einkommen. Und es geht jetzt hier gar nicht so sehr um die inhaltliche Interpretation dieses Bildchens oder dieser drei Bilder. Es geht vielmehr darum zu sagen, bestimmte Dinge sind regional unterschiedlich gelagert und damit ist nicht nur die Verteilung von Dingen gemeint. Also wir haben Regionen mit viel Industrie, Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, Regionen mit einer hohen Akademikerinnenquote. Das wissen wir alles, wenn wir, es gibt eine Vielzahl an Karten, Providern, sage ich jetzt mal. Es gibt beispielsweise das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung, wo sie diese schöne Inka-Plattform haben, wo sie sich alle Karten der Welt, also nicht der Welt, aber Deutschlands angucken können. Die Bundesagentur für Arbeit, das Bundesinstitut für Berufsbildung stellt sehr viel Material zusammen und zur Verfügung,
Herr Meyer hat ja auch viel davon gezeigt, aber es geht eben nicht nur darum, dass wir Verteilungen von Dingen regional angucken, sondern dass sich auch Zusammenhänge regional unterschiedlich äußern. Das heißt, wenn Sie das jetzt mal so fassen wollen, eine Frau in einem Beruf zu sein, kann unterschiedlich gut oder schlecht sein, je nachdem, wo sie wohnen, und zwar unabhängig vom Beruf und der Arbeitszeit. Ja, das heißt, es macht sehr viel Sinn, sich Dinge in regionalisierter Perspektive anzugucken. Und das ist, was wir machen. Und was uns eben konkret interessiert, sind zwei Fragen. Ich sage immer, uns interessiert im Wesentlichen das Was und das Wo. Mit was ist gemeint, welche Merkmale von Regionen spielen eigentlich eine Rolle für so Berufswahl- und Berufsorientierungsprozesse von jungen Leuten? Also ist es beispielsweise die Gesamtattraktivität einer Region, die Erreichbarkeit, die Berufsstruktur, also ist vielleicht auch das kulturelle Angebot. Sie alle waren. Wir sind alle irgendwie unterschiedlich jung oder alt, aber wir haben auch aus Gründen vielleicht den Studienort oder den Ausbildungsort gewählt, die nicht nur die Qualität des Studiums waren, sondern eben auch, da ist viel los. Ja, also auch das sind Dinge, die die jungen Leute umtreibt und die hier eine Rolle spielen und die auch in der kommunalen Planung eine große Rolle spielen sollten und müssten, wenn man sich fragt, warum will denn eigentlich keiner hierher kommen oder hier bleiben? Und also ich kann mich immer noch daran erinnern, in meinem Abiturjahrgang, da haben immer alle gesagt, sie wollen nach Berlin, da ist kaum jemand hingegangen, aber zumindest die Idee stand immer im Raum. Ja, und so ähnlich ist das natürlich heute auch noch. Also da hat sich ja nicht so viel dran geändert, dass bestimmte Regionen oder Kommunen als attraktiv oder weniger attraktiv gelten. Aber wenn es eben darum geht, einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz zu finden, sind es eben vielfältige Merkmale der Region, die eine Rolle spielen. Und neben dem Was interessiert uns das Wo. Das heißt, wir interessieren uns sehr stark für Fragen, die Sie eben auch in der Diskussion gestellt haben. Wie groß ist eigentlich der Radius aus Sicht der Individuen, den die bereit sind zu gehen? Wie weit pendeln junge Leute? Wann beginnen die eigentlich Kompromisse zu machen? Also wie weit muss quasi der Wunschberuf weg sein, um zu sagen, ich mache was anderes? Das sind eben auch Fragen, die wir uns stellen. Und dass das natürlich auch wieder regional variiert. Wenn ich sage, ich fahre eine Stunde durch Hamburg oder ich fahre eine Stunde durch Köln, dann bin ich noch nicht mal durch die Stadt gekommen und in Berlin schon gar nicht. Wenn ich sage, ich fahre eine Stunde in einem kleinen Dorf durch die Gegend, dann habe ich das ganze Dorf gesehen, aber dann gibt es da vielleicht kaum Optionen. Also es kommt eben auch da wieder darauf an, wo sind wir, wo sind die jungen Leute. Aber auch da unterscheiden sich natürlich Radien, je nach auch, wie stark ist der Berufswunsch eigentlich, wie unbedingt will ich das denn machen, was ich mir da so überlegt habe. Und das sind eben Fragen, mit denen wir uns auch relativ stark beschäftigen in unserer Nachwuchsgruppe. Und jetzt ist eben die Frage, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, nachdem ich mir die Diskussion eben angehört hatte, dachte ich, das ist ein guter Punkt hier mit Ihnen, den auch nochmal aufzumachen. Wie machen wir das? Wir verknüpfen eben Daten der amtlichen Statistik, Regionaldaten auf verschiedenen Ebenen mit Befragungsdaten. Und Befragungsdaten sind in unserem Fall hauptsächlich eben landesweite, also nationale Befragungsdaten. Aber das ist kein Muss. Also wir sind gerade auch dabei, ein Projekt mit Daten, die nur aus Köln sind und Daten, die nur aus Berlin sind, zu gestalten. Da geht es dann aber eben mehr, weniger um kommunale als mehr um Nachbarschaftseinflüsse, also noch kleinräumiger gedacht als die Kommune. Auch das ist total spannend und möglich. Und ich denke eben gerade aus der Verknüpfung von Informationsquellen lässt sich ein sehr großer Erkenntnisgewinn ableiten. Und das ist eben, was wir machen. Die meisten inhaltlichen Ergebnisse, die ich Ihnen jetzt in den nächsten Minuten vorstelle, worüber ich jetzt noch ein bisschen spreche, sind mit dem nationalen Bildungspanel entstanden. Das sind jetzt aber im Wesentlichen, ich würde es mal Forschungsbeispiele nennen. Also wir haben uns in diesem ganzen großen Komplex, den ich jetzt einleitend so ein bisschen vorgestellt habe, mit ganz vielen Forschungsfragen beschäftigt, eben mit Fragen, wie weit pendeln junge Leute, wer guckt eigentlich überhaupt über den eigenen regionalen Kontext hinaus. Und wir haben uns viel auch, das ist ein technischer Teil unseres Projekts und auch meiner Arbeit, bevor ich das Projekt begonnen habe, wie groß sind eigentlich überhaupt Radien, weil wir kennen die amtliche Statistik, die ist in der Regel untergliedert in Gemeinden, dann kommen die Kreise, also Stadtkreise und Landkreise. Und wir haben uns viel damit beschäftigt, ist der Kreis eigentlich überhaupt der Ort, an dem sich orientiert wird, oder sind es zwei Kreise, also quasi der eigene Kreis und ein Ring an Nachbarkreisen oder drei oder vier oder fünf? Wie groß ist das eigentlich, was die jungen Leute beschäftigt, wenn sie gucken,
Wo gibt es denn eine Ausbildung? Wo gibt es denn einen Studienplatz und so weiter? Also auch das sind alles Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Daneben beschäftigen wir uns jetzt viel mit der lokalen und regionalen Berufsstruktur. Also wir wollen wissen, je nachdem, was es so gibt in der Region, beeinflusst das die Berufswünsche. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch für die kommunale Gestaltung von Arbeitsmärkten und von Angeboten an junge Menschen, weil der Berufswunsch ist das, was vorgelagert ist. Also bevor wir uns mit den Themen, die Herr Mayer ausführlich dargestellt hat, nämlich Passungsprobleme und die Arten und Weisen von Passungsproblemen beschäftigen, kann man vorher intervenieren und gucken, was wollen die jungen Leute eigentlich und wie kommt das zustande, dass sie das wollen, was sie wollen. Und das ist, was wir hier so ein bisschen machen. Und das ist auch das erste inhaltliche Forschungsbeispiel, was ich Ihnen heute mitgebracht habe. Hat jetzt einen englischen Titel, weil die Publikation einen englischen Titel hat. Das ist eine Zusammenarbeit mit meinem Promotionsstudenten, also meinem Doktoranden, dem Jonas de Temple und der Corinna Kleinert, die Professorin an der Universität Bamberg ist. Und wir beschäftigen uns mit den sogenannten MINT-Berufen. Auch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und auch ein Bereich, der, haben wir ja eben gerade in den Prognosen schon gehört, mit dem größten Fachkräftemangel zu kämpfen hat und zu kämpfen noch viel stärker zu kämpfen haben wird. Und was wir uns eigentlich ganz konkret fragen in diesem Projekt ist, ob die lokale Prävalenz von MINT-Berufen, also wenn es viel davon gibt, einen Einfluss darauf hat, dass junge Leute Interesse daran haben, so einen Beruf zu ergreifen. Jetzt haben wir zunächst mal, wir haben das erste Mal irgendwie besprochen oder vorgestellt und dann sagte jemand, na, das ist ja fast tautologisch. Wenn es viel gibt, ist doch total klar, dass die Leute viel wollen. Das macht also alles andere, dann sind, wieso denn auch nicht? Ja. Es ist nun tatsächlich nicht so einfach und insbesondere im Kontext der Geschlechterungleichheit und der Geschlechterstereotypik dieser Berufe ist das ganz und gar nicht trivial. Also wie gesagt, wir schauen uns an, die Frage, die in den Daten des nationalen Bildungspanels Siebt- und Achtklässlerinnen, wir konzentrieren uns hier zunächst mal auf die Achtklässlerinnen aller Schulformen, muss man dazu sagen, also Hauptrealschulschülerinnen und Gymnasiastinnen, gestellt wird, ist, wenn du an alles denkst, was du jetzt weißt, welchen Beruf wirst du wahrscheinlich später ausüben? Man nennt diese Frage auch realistische Aspiration. Also es ist eine realistische Einschätzung dessen, was die jungen Leute später mal machen wollen. Es gibt auch die sogenannte idealistische. Da werden die gefragt, ignoriere mal alles, deine Noten und so weiter. Was würdest du dir denn wünschen, wenn jetzt keine Restriktionen und so weiter? Wir haben uns hier auf die realistischen konzentriert, weil wir denken, dass es ein bisschen besser passt dazu, dass wir uns ja eigentlich die regionalen Opportunitäten angucken. Haben uns aber in den Daten beides angeschaut und finden sehr ähnliche Ergebnisse. Und die Antwort auf die Frage ist einfach ein Beruf, den die jungen Leute nennen. Und wir haben den Beruf so kodiert, dass es eben entweder ein MINT-Beruf oder kein MINT-Beruf ist. Also MINT, vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis, sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technikberufe. Also das, was man im Alltagssprech oft so als Jungsberufe beschreibt und was tatsächlich in den Daten sich auch so zeigt. Also es sind, ich glaube, etwa 60 bis 70% der Jungs, die so einen Beruf ergreifen möchten und 10 bis 20% der Mädchen. Und das ist nicht nur in den Daten des nationalen Bildungspanels so, das ist auch in anderen deutschen Befragungsdaten so. Und international ist es ein kleines bisschen ausgewogener als in Deutschland, weil in Deutschland die Ingenieurberufe, die nochmal stärker geschlechtersegregiert sind, natürlich einen sehr starken Einfluss, eine große, sehr große Rolle spielen und auch das Handwerk natürlich. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben diese Daten mit Regionaldaten auf der Kreisebene verknüpft. Und die Daten auf der Kreisebene, die wir verwenden, ist der Anteil von Beschäftigten in eben diesen MINT-Berufen. Und zwar sowohl der Frauenanteil als auch der Männeranteil, weil die theoretische Überlegung dahinter war, vielleicht spielt es für Mädchen eine deutlich größere Rolle, wenn es viele Frauen in diesen Berufen gibt. Also so die Idee des Role Models sozusagen. Und das sieht dann so aus, also dass auf der linken Seite ist der Anteil Beschäftigter in solchen MINT-Berufen in den Kreisen in Deutschland. Die Farben sind jetzt so ein bisschen, ne, also rot ist nicht viel, sondern rot ist ganz wenig. Also es geht von rot über gelb bis blau. Das heißt, die sehen eigentlich, und das dunkle, so dieses helle Grün,
Man sieht eigentlich sehr schön in Süddeutschland, da ist die Automobilindustrie, da kann man so richtig drauf zeigen. Auf der rechten Seite sieht man jetzt eben den relativen Anteil von Frauen in diesen Berufen. Und auch da hat die Karte die gleiche Schattierung. Aber der Wertebereich ist leider etwas anders gewählt, sodass der Vergleich ein bisschen schwierig ist. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Und die wichtigste Erkenntnis aus diesen beiden Karten für uns ist vor allem, dass es eigentlich gar keine Regionen gibt, in denen es viele Frauen in MINT-Berufen gibt. Es gibt natürlich eine Verteilung, das sieht auch sehr stark nach einer Ost-West-Verteilung aus, wenn Sie sich das mal angucken. Dass aber auch im Osten, auch in den sehr stark, in den vermeintlich Regionen, in denen viele Frauen in MINT-Berufen sind, sind das, ich glaube, 27, 28% war das Höchste, was wir gefunden haben. Was jetzt natürlich, wenn wir diese, das hatte ich ja eben gerade gesagt, wenn wir so als theoretische Grundannahme so eine Art Rollenvorbild von Frauen in diesen Berufen nehmen, die sind ja gar nicht sichtbar genug für junge Mädchen, um zu sagen, ach, hier gibt es lauter Frauen in Technik- und Ingenieurberufen, deswegen mache ich das jetzt vielleicht auch. Das heißt, dieser Indikator von Frauen in MINT-Berufen im regionalen Kontext funktioniert wahrscheinlich gar nicht so gut als Rollenvorbildgeber, Geberinnen sozusagen. Das ist im Prinzip auch genau, was wir finden. Genau. Und was wir uns jetzt eben angeschaut haben, ist einfach der Effekt dieser regionalen Verteilung von MINT auf die Wahrscheinlichkeit, so einen MINT-Beruf zu wollen für Jungen und Mädchen. Und wir differenzieren das immer nach akademischen und nach Ausbildungsberufen. Also auf der linken Seite sind die nicht akademischen Berufe, also die Ausbildungsberufe, und auf der rechten Seite sind die akademischen Berufe. Und was wir hier sehr, sehr deutlich sehen, ist auf der X-Achse im Prinzip, also unten auf der Geraden, sehen wir den MINT-Anteil in der Region. Und wir sehen sehr, sehr deutlich, dass Jungs, die Linie geht nach oben. Das sagt uns im Prinzip, wenn es mehr MINT in der Region, mehr Menschen in MINT-Berufen in der Region gibt, dann ist das für Jungs doch ein starker Motivator, auch Präferenzen für so einen Beruf zu äußern. Also je mehr MINT in der Region, desto eher haben Schüler, männliche, ein Interesse an so einem Beruf. Während bei den Mädchen, man könnte sagen, es gibt einen leichten Aufwärtstrend, aber wenn Sie mal auf die Y-Achse schauen, dann ist das alles ganz nahe bei Null. Ja, also die Null ist da verdächtig gefährlich in der Nähe. Das heißt, wir finden da grundsätzlich nicht so besonders viel. Und auf der rechten Seite sieht es ein klein bisschen anders aus. Da gibt es zwar auch ein Positiv, also für die akademischen MINT-Berufe gibt es zwar auch ein bisschen so einen Positivtrend für Schüler. Das sind dann eben auch hauptsächlich Gymnasiasten, die eine Präferenz für einen akademischen Beruf haben. Bei den Mädchen ist auch wieder eher nichts, beziehungsweise die Linie geht sogar ein Stück weit nach unten. Was wir aber grundsätzlich für die akademischen Berufe sehen, ist, dass die regionale Marktlage insgesamt sehr viel irrelevanter ist. Was eben, und das passt auch sehr gut zu der Frage, die vorhin schon gestellt wurde, nach dem Aktionsradius, wer geht eigentlich weg, wie weit gehen Leute weg? Junge Leute in Gymnasien, junge Leute aus akademischen Elternhäusern und mit akademischen Berufspräferenzen sind nicht so sehr an den Regionalmarkt gebunden und gekoppelt. Die haben sehr viel eher eine Wegorientierung, eine Außenorientierung. Wenn es nicht gibt, wenn es das nicht gibt, was sie machen wollen, können die eben einfach gehen oder antizipieren das Gehen. Wir gucken uns ja hier nur Achtklässlerinnen an. Die sind ja noch weit davon entfernt, irgendwo hinzugehen. Aber das hat natürlich auch was mit der Volljährigkeit und dem Alter zu tun, indem man antizipiert, die Schule zu beenden. Wenn ich davon ausgehe, dass ich 19, 20 bin oder 18, 19 bin, wenn die Schule endet, und ich etwas studieren möchte, ist es eben viel wahrscheinlicher, dass ich dafür die Füße in die Hand nehme und irgendwo hingehe. Während wenn ich mit 15, 16 die Schule beende, ist natürlich auch meine Möglichkeit, weiter wegzugehen. Ich kann vielleicht pendeln, aber auch da steht einem der Führerschein nicht zur Verfügung. Das heißt, auch die ÖPNV-Infrastruktur spielt hier eine sehr große Rolle. Wir haben jetzt das Gleiche nochmal nach Ost-West angeguckt und sehen da etwas, was ich in anderen Forschungsarbeiten über die generelle regionale Marktlage schon öfter gefunden habe. Also diese sehr scharfe, steile Linie nach oben, das sind Jungen im Osten
Und wir sehen eben sehr stark, dass junge Menschen in Ostdeutschland noch sehr viel extremer auf regionale Verfügbarkeiten reagieren, weil die eben nach wie vor knapper sind. Die Möglichkeiten sind insgesamt geringer und selbst dort, wo sie nicht geringer sind, werden sie als geringer wahrgenommen. Und das ist eben auch etwas, was wir in Befragungsdaten sehr viel besser sehen können, wo es um subjektive Merkmale geht, im Vergleich jetzt zur amtlichen Statistik. Wir können die jungen Leute fragen, was denkst du denn, wie ist denn der Arbeitsmarkt, wie sind denn deine Chancen? Und die werden eben einfach gerade bei Jugendlichen in Ostdeutschland, im ländlichen Raum, die eben kein Gymnasium besuchen, als sehr, sehr niedrig eingeschätzt. Obwohl natürlich die Arbeitsmarktentwicklung insgesamt vermutlich was anderes sagt. Genau, um das nochmal zusammenzufassen, wir finden eben, für Jungen gilt, mehr MINT in der Region führt zu höheren Präferenzen, Aspirationen für eben solche MINT-Berufe. Das gilt ganz besonders für Jungen in Haupt- und Realschulen in Ostdeutschland und für Jungen, die nicht akademische Berufe anvisieren. Mädchen sind von der MINT-Prävalenz in der Region kaum beeinflusst, was viel auch mit den antizipierten Arbeitsbedingungen zu tun hat und eben mit dem Image von Berufen. Das ist ein Jungsberuf. Dann wissen wir eben gerade auch im Bereich der Ausbildungsberufe, es gibt oft, das ist ein sehr männerdominiertes Feld, es gibt oft gar keine Möglichkeit, Frauen zu wollen, Frauen einzustellen oder ein sehr uneinladendes Arbeitsumfeld, was da eben schon antizipiert wird. Und wir haben es eben hier mit jungen Leuten zu tun, die sich unter Umständen noch gar nicht um einen Ausbildungsberuf bemüht haben, sondern wirklich rein auf Informationen von außerhalb und Wahrnehmung und Images sozusagen von Berufen hier beeinflusst sind. Wichtig ist eben auch noch der Anteil von Frauen in MINT-Berufen in der Region, also der Frauenanteil in MINT regional verteilt, spielt generell kaum eine Rolle, einfach weil es gar nicht viele Frauen in MINT-Berufen gibt regional. Wir ziehen daraus den Schluss, dass man das Informationsangebot für Mädchen deutlich stärken sollte und gerade, dass Betriebe sich für Mädchen interessanter machen sollten oder öffnen sollten, auf eine Art einladender sein sollten. Denn ich vermute, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, seit ich am Bundesinstitut für Berufsbildung bin, wenn man mal mit Praktikern aus den Betrieben zu tun hat, so uneinladend ist das Berufs- und Betriebsklima oft gar nicht, aber man weiß nicht so viel darüber. Es gibt natürlich wirklich die Betriebe, die wollen keine Frauen und sind da sehr restriktiv und sagen, ach nee, aber das sind nicht alle, bei weitem nicht. Es gibt viele, die sagen, die bewerben sich einfach nicht. Und ich denke, da kann man an Informationen und Interventionen noch sehr, sehr viel tun, denn das haben wir aus dem vorherigen Vortrag gehört. Der Fachkräftemangel ist groß und es sind insbesondere Frauen. Und da hat Deutschland natürlich auch, das sind jetzt junge Leute, das sind Achtklässlerinnen, aber das zieht sich ja durch den Lebensverlauf. Wir wissen, dass wir eine sehr geringe Erwerbstätigenquote von Müttern, insbesondere Kinder machen da eben einen sehr großen Unterschied, haben. Das heißt, wir verlieren auch einfach sehr großes Arbeitskräftepotenzial, wenn wir uns nicht an junge Frauen und auch ältere Frauen wenden. Genau. Das war mein erstes Forschungsbeispiel. Mein zweites ist etwas kürzer. Da fragen wir uns so ein bisschen, und das ist eine Frage, die Sie vielleicht gar nicht so merkwürdig finden, aber wenn Sie wie ich ein bisschen international unterwegs waren, dann kommt Ihnen doch irgendwann der Gedanke, dass es merkwürdig ist. Warum machen Abiturientinnen eigentlich eine Ausbildung? Das ist etwas, das Deutschland hat ein sehr starkes Berufsbildungssystem. Wir haben etwa 20 bis 25, teilweise sogar 30% eines Altersjahrgangs macht mit Abitur eine Ausbildung. In anderen Ländern mit starken Berufsbildungssystemen, in der Schweiz, in den Niederlanden, wo ich eben auch tätig bin, da gibt es das nicht. Da gucken die einen alle an und sagen, aber warum sollte man denn, wenn man eine Hochschulzugangsberechtigung hat, nur eine Berufsausbildung machen? Und da gibt es verschiedene Antworten darauf. Warum machen die jungen Leute das? Warum wollen die das überhaupt? Und ein Teil der Antwort liegt in der Region. Und das ist, was wir uns hier eben angeguckt haben, ebenfalls mit den Daten des Nationalen Bildungspanels. Da haben wir Neuntklässlerinnen genommen, auch eben wieder aller Schulformen. Und da haben wir uns so verschiedene also das Schöne an diesem Nationalen Bildungspanel, es ist ein sogenannter Längsschnittdatensatz. Das heißt, man hat zu verschiedenen Zeitpunkten im Lebensverlauf Informationen über immer die gleichen Leute. Und das sind eben junge Leute, die in der 9. Klasse, in der 10., 11., 12., die sind mittlerweile etwa in der Mitte, also vom Alter her in der Mitte eines Bachelorstudiums, also so Anfang 20. Und die werden eben jährlich befragt. Das heißt, wir wissen auch, wie geht es weiter mit deren Berufs-, Bildungs-, Erwerbskarrieren. Und wir haben uns hier angeguckt, was möchten die für einen Beruf ergreifen?
Entschuldigung, hier nicht. Was möchten die für einen Beruf ergreifen? Möchten die Abitur machen? Und was machen sie dann tatsächlich? Und das haben wir verknüpft mit administrativen Regionaldaten der Bundesagentur für Arbeit auf dem Level von Gemeinden. Das sieht dann so aus. Da haben wir eben Gemeindedaten. Die haben wir zusammengefasst. Und das hatte ich ja eben eingangs schon erwähnt. Viel, mit dem wir uns beschäftigen, ist auch, wie weit ist eigentlich der Radius, der Leute interessiert oder der für junge Leute relevant ist. Und wir haben aus einer anderen Forschungsarbeit rausgearbeitet, dass es weniger der Kreis ist, der die Leute aufhält. Die Leute verlassen Kreisgrenzen und gehen darüber hinweg. Es ist so im Durchschnitt ein 45 Minuten Pendlerradius. Also das Commuting Distance hier ist eben der Pendlerradius von 45 Minuten, in dem wir diese Daten zusammengefasst haben, um eben so eine etwas realistischere Abbildung eines Raums, in dem junge Leute sich beruflich orientieren, anzugucken. So, und was wir im Wesentlichen finden, ist, dass junge Leute zwar Aspirationen für, also wenn die Arbeit, also das Wichtigste, was wir finden, ist, dass es sehr, sehr große Unterschiede nach Schulform in der 9. Klasse und noch viel größere Unterschiede nach der sogenannten sozialen Herkunft, also nach der Bildung der Eltern gibt. Junge Leute, die hochgebildete Eltern haben, wollen eigentlich in der Regel das Abitur machen und studieren, egal was sonst so los ist, quasi. Und das gilt eben nicht für junge Leute in Haupt- und Realschulen und nicht für junge Leute mit Nicht-AkademikerInnen-Eltern. Und was wir da eben sehr stark finden, deswegen heißt unser Artikel auch auf Englisch entmutigt und abgesichert. Was wir sehr, sehr stark finden, ist, dass junge Leute in arbeitsmarktschwachen Regionen zunächst das Abitur anvisieren und dann auch machen, aber eigentlich nie die Absicht hatten zu studieren, sondern quasi die Schulkarriere verlängern, sofern es möglich ist, um nicht diesem eher strukturschwachen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ausgesetzt zu sein. Und im Nachgang, deswegen eben abgesichert, mit diesem Abitur, das ja ein Wettbewerbsvorteil darstellt, auf den Arbeitsmarkt treten und quasi eben den kompetitiven Vorteil des Abiturs nutzen, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das heißt, zunächst wird quasi, also das Abitur wird, wenn wir uns die regionale Arbeitsmarktlage angucken, eben sehr oft einfach gemacht, aber nicht mit dem Ziel, überhaupt zu studieren, sondern eben eine Ausbildung anzufangen, aber eben mit einem gewissen kompetitiven Vorteil. Das heißt, um das hier nochmal zusammenzufassen, mangelnde regionale Opportunitäten erhöhen eben die Aspirationen für das Abitur oder für höhere Bildungsabschlüsse allgemein, aber eigentlich gar nicht die Präferenz zu studieren oder einen akademischen Beruf zu ergreifen, sondern eben nur mit diesem höheren Abschluss eine sichere Chance am Ausbildungsmarkt zu haben. Und das gilt eben auch wiederum insbesondere für junge Leute mit niedrigerer sozialer Herkunft, also aus Nicht-Akademiker-Elternhäusern. Und auch da würden wir sagen, ein großer Punkt ist die Erreichbarkeit. Es gibt in vielen anderen Ländern, es gibt in manchen Bundesländern Azubi-Tickets, aber die sind dann auch kommunal oft begrenzt. Es gibt beispielsweise in Nordrhein-Westfalen das Studi-Ticket, das für das ganze Bundesland gilt. Auch sowas würde den jungen Leuten vermutlich weiterhelfen, weitere Wege zu gehen. Der Ausbau des ÖPNVs im ländlichen Bereich, also ich meine, wir können jetzt nicht irgendwie alle überall Schienen hinlegen, das ist auch klar, aber es wäre eben eine starke Empfehlung dahin, dass das besser sein müsste, damit Ausbildungsmöglichkeiten für Haupt- und Realschulabsolventinnen eben einfach gestärkt werden. Genau. Ich bin auch schon am Ende meines Vortrags. Das waren die zwei Forschungsbeispiele, die ich Ihnen mitgeben wollte. Und zusätzlich wollte ich Ihnen eben auch noch mitgeben, dass die Verknüpfung von Daten sehr gewinnbringend ist, wenn man insbesondere Informationen über subjektivere Prozesse, wie eben Berufswünsche, wie Absichten, das Erkenntnis, Interesse sind. Und das gilt aber auch und nicht nur auf Seiten der Individuen, was die Bewerberinnen angeht oder die jungen Leute angeht. Auch bei Betrieben haben wir natürlich ganz gute Befragungsdaten, wo wir wissen, worauf achten denn eigentlich Betriebe, worauf achten denn Leute, wenn sie jemanden einstellen. Auch da spielen natürlich subjektive Informationen, die jenseits der amtlichen Statistik liegen, eine Rolle.
Gut, damit bin ich am Ende und danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.